Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass ihr wieder da seid bei mir. Wie ihr seht, heute bin ich wieder einmal zu Gast irgendwo. Und zwar da beim Urban in Goldrain. Geil, wenn es richtig ist. Ich habe mir ja den Film angeschaut, Das Wunder von Miles. Und da habe ich einen Mann gesehen. Ganz einen interessanten Mann für mich, ganz einen mutigen Mann. Und zwar, das war der Urban und dem gehört das Kreiterschlüssel da in Goldrain. Urban, erzähl mir mal, was baust du da in deinem Kräuterschlüssel? Wir bauen eine relativ große Vielfalt an Kräuter. Wir sind jetzt schon seit 28 Jahren Biobetrieb. Und du baust rein Kräuter um? Reine Kräuter, ja. Okay. Wir haben zwar drei Standbeine als Betrieb. Wir haben die Kräuter, Imkerei und Kosmetik. Mhm. Wo wir die Kräuter umbauen und die Kräuter veredeln und noch hochwertige Produkte daraus machen. Was bei dir da ganz interessant ist, was ich auch schon in Filmen gesehen habe, deine Felder oder dein Grund, wo du umbaust, das schaut fast aus wie ein pharabäischer Käfig, sage ich einmal. Wieso schirmst du das da so an? Wir haben es im Film auch schön gesehen, das Wunder von Malz. Wir sind jetzt da seit 8 Jahren, seit 9 Jahren haben wir jetzt Probleme mit Pestizide, mit Abdrift für die umgrenzenden Anlagen. Und wir als Biobetrieb können nicht anders tun, als in zu Hause die ganzen Kräuter zu schützen, weil wir sonst keine Chance haben, Bioproduktion zu machen. Also sonst sind die einfach verseucht, sage ich mal, mit Gifte. Ja. Genau. Gell? Und da, eigentlich müsste es eigentlich anders sein, dass der, was der Verursacher ist, der Gift ausbringt, dasselbe müsste deine Schutzmaßnahmen treffen, nicht, dass er zu uns herspritzt. Ich habe das im Film auch interessant gesehen, oder interessant gefunden, dass du gesagt hast, deine Enkelkinder da drunter seien zumindest geschützt, auch von diesen Giften, von diesen Spritzmitteln da. Also da hast du zumindest ein gutes Gefühl, dass sie da drunter können, sicher spielen. Unter die Folientunnel drin, weil das sind ja große Flächen, ja. Da sind sie sicher frei von Pestiziden. Mhm. Nein, haben wir das große Problem jetzt. Wir arbeiten da drin, weil wir ja viel Blüten anbauen. Ja. Und die Blüte, die wir am balsamischen Zeitpunkt zur Mittagszeit ernten, ja. Da haben wir für die 45, 50 Grad. Und die lade jeden einmal hin, der rinnt, dass ich glaube, die Summe mal herzukommen und bringt es da einfach auch Blüten zu ernten. Mhm. Ja. Wir haben davor ein bisschen im Vorfeld schon ein bisschen geredet. Du hast gesagt, also gerade jetzt da nicht einmal auf das ganze Gespritze, da auf das ganze Gift außen um zurückzukommen. Auf jeder Schokolade zum Beispiel muss draufstehen, keine Spuren von Nüssen oder sowas für Allergiker enthalten. Du hast dann gesagt, es muss auch auf jeden Äpfel draufstehen, was da enthalten kann sein. Was muss auch deiner Meinung nach da draufstehen bei den Äpfeln? Weil bei den Äpfeln steht gar nichts, gell? Das war ja das, was wir eigentlich erreichen möchten. Bei mir müssen zum Beispiel auf einen Honig einschreiben, kann Spuren von Nüssen, kann alle möglichen Spuren enthalten. Wieso muss der konventionelle Äpfel, der heute im Geschäft verkauft wird, nicht das deklarieren? Weil zum Beispiel ein Kaptan, ein Spritzmittel, höchst krebserregendes Spritzmittel, darf der konventionelle Äpfel 10,0 drauf haben und der Bio-Äpfel 0,01. Dann muss man es deklarieren. Moment, nehmen wir. 10,0? Ja. Und der Bio-Äpfel ist umgedreht 0,01. Ganz genau, das ist tausendfache. Tausendfach mehr Gift darf auf einen konventionellen. Und da sind wir der Meinung, dass man das noch wirklich deklarieren muss, weil der Konsument, im Endeffekt ist Konsumententäuschung, weil er nur und der kauft jetzt einen guten Äpfel, einen sauberen Fütter oder Äpfel und derweil kauft er einen Haufen Spritzmittel mit. Weil das ist ja nicht gleich ein Spritzmittel, der Äpfel hat ja mehrere Spritzmittel. Ja. Was ich habe mit dir davor unten ein bisschen eine Liste durchgeschaut. Wir sind auf 3 Spritzmittel gekommen, was bei uns da sehr viel verwendet werden. Und was richten die Spritzmittel an? Die Nummer müssen wir nicht unbedingt wissen, aber was richten die Spritzmittel an oder was können die anrichten? Ja, wenn man das jetzt ein bisschen durchlässt, das kann jetzt lang dauern. Aber ich sage jetzt einmal ein paar Schwerpunkte. Ja. Bei uns zum Beispiel steht drauf, kann das ungeborene Kind den Mutterleib schädigen. Wenn ich selbst schon einmal her, dann darf man das Mittel ja überhaupt nicht verwenden. Ja. Uns ist höchst krebserregend. Andere sind ja die meisten sensibel für die Wasserorganismen. Wir haben da relativ viele Bach rundum und das Zeug wird einfach in die Bach hingespritzt. Man sieht die Alben wieder, hört die Alben wieder, dass einfach Fisch und Holz sterben. Weiß man nicht. Das sind die Ursachen, aber da kommt mir nichts auf. Mhm.
Ja, ich war damals ja bei der Buchvorstellung die Akte Glyphosat und ich habe da einen Film gesehen, wie schwer Kinder in Argentinien schwer körperlich geschädigt mit körperlich schweren Behinderungen auf die Welt kämen, eben durch diese Spritzmittel. Gell? Mhm. Und genauso kann es da halt auch sein, oder? Wenn man da so. Ja, so, sag einmal, sorglos damit umgeht, oder? Es gibt ja heute schon Studien, Psychiater Krankhaft von Bozen, der einfach auch sagt, es kann bis nach 4 Generationen zurück keine noch Auswirkungen auftreten. Nein, Sam wird niemand mehr sagen, meine Urenkel haben damals in einem spritzmittelbelasteten Gebiet gelebt. Dann ist das halt einfach irgendeine Krankheit gewesen oder irgendeine Missbildung, was halt da auftreten ist. Mhm. Und niemand denkt mehr, wo es herkommt. Mhm. Robert, ich sehe es ein bisschen so als meine Aufgabe, oder ich tat's einfach gerne die Leute ein bisschen aufklären. Was darfst du heute an Konsument sagen, wenn er in den Supermarkt geht, Obst kaufen? Ich überlege es eigentlich gut, was es für ein Obst kauft. Ich persönlich tat jeden anraten, die Finger weglassen von konventionellen Obst. Mhm. Weil wir einfach heute wissen, was in der Bioszene gespritzt wird und was in der konventionellen Szene gespritzt wird. Logisch kommt bei das Argument wieder, die Bierbauern fahren ja viel öfter durch. Mhm. Aber hell ist bleckerter Blödsinn, tirolerisch gesagt, weil einfach die Mittel, was eingesetzt werden im konventionellen Bereich und die Grenzwerte sind auch viel höher, weil ist einfach Schlag eigentlich alles. Mhm. Und es sind einfach die Konsumenten gefragt, gell? Weil man sagt zwar, Alms Angebot bestimmt die Nachfrage, aber ich glaube wirklich, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. Wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, ja. Oder? Ja. Oder es wird das umgebaut, was gefragt ist. Ja. Ja. Gell? Ja. Und ich denke mal, wenn heute wirklich mehr auf die Gesundheit wieder geachtet wird, dann wird auch gesünder wieder umgebaut, oder? Weil jeder, der einen konventionellen Äpfel kauft, einen gespritzten Äpfel kauft, unterstützt somit indirekt die Pharmaindustrie. Ja, ich glaube, das mit dem Schlusswort werden wir beim Urban verabschieden. Mir hat es gefreut, dass ich gedurft und das haben wir jetzt gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Ich wünsche dir, dass du noch weiterhin einen langen Atem hast, du und deine Familie, was wirklich, was da mutig genug ist, sich durchzukämpfen, fast allein, sage ich jetzt einmal. Ich wünsche das weiterhin. Und für uns ist es auch wichtig, wir brauchen solche Leute wie dir, weißt du, einfach auch Leute, die Mut haben, rauszugehen und da etwas aufzuzeigen. Du wirst jetzt sicher, wenn ich das veröffentliche, wirst du einige Einträge kriegen. Bin ich schon und, fast drauf. Aber ich sage, das ist für uns wahnsinnig wichtig. Und wir dürfen das nicht totschweigen, das ist schon einfach Fakt. Ja. Und das müssen die Leute auch mitgeteilt werden. Wie gesagt, also ich möchte ein bisschen aufklären, ich möchte einfach das Bewusstsein ein bisschen fördern von den Leuten oder ja, wie auch immer. Ja. Wachredeln. Ja, genau. Urban, danke, gell? Danke dir. Und vielen Dank fürs nächste Mal.